FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält die aktuelle Klimadebatte für überbewertet. Es sei ein großer Fehler, dass deshalb andere Themen ausgeblendet werden würden. Im Nahen Osten stehen wir möglicherweise gerade vor einem Krieg. Wenn dieser kommen sollte, was niemand wollen kann, wird das erhebliche Auswirkungen für uns haben. Ich denke, dass mittlerweile viele Menschen jetzt schon genervt sind vom Auftreten der Fridays for Future-Bewegten, so Kubicki im Interview mit Welt. Die Protestierer sind in seinen Augen zudem zu rigoros. Dies würde irgendwann dazu führen, dass Konflikte nicht mehr friedlich ausgetragen werden, sondern im Zweifel gewalttätig.